Aufregende Minuten bei Marienhof mit der Chakalaka-Soße von Maggi, der Grillsoße mit dem Geschmack Afrikas. Es wird viel passieren. Also, Ö auf A. Das durch hier ist wichtiger als Hausaufgaben. Ich schaue mir das drüben noch mal alleine an. Lola, Calimero! Es wird viel passieren. Knochen weh. Ich hab Durst. Wir sind ja gleich da. Sag mal, ist das nicht Thorsten? Lola? Calimero? Thorsten! Oh Gott, der Ärmste. Der geht's überhaupt nicht gut, ha? Kein Wunder. Weißt du was? Wir gehen gleich mal bei ihm vorbei, ha? Danke. Pfarrer Pechler. Können wir Ihnen helfen? Suchen Sie Ihre Vögel? Ja, aber nur keine Mitstellung. Warten Sie doch mal. Wir wollten nur sagen, dass uns das sehr leid tut mit Ihrer Mutter. Ja, und wenn wir irgendwas tun können, dann. Was wisst ihr denn schon von meiner Mutter? Und überhaupt dieses ganze geheuchelte Mitgefühl? Ich weiß doch, was ihr von mir haltet. Ihr wollt noch nur nett sein. Nee, es fällt wirklich schwer, mit ihm Mitleid zu haben. Sehr schwer. Wo ist das Problem bei diesem Formular? Name, Anschrift, Alter. Aber unten, du musst unten lesen. Mama, du weißt, ich helfe dir gerne, aber manchmal habe ich das Gefühl, du machst es absichtlich. Dieses komplizierte Formular habe ich bestimmt dich absichtlich ausgesucht. Aber den Zeitpunkt, es auszufüllen, Mama. Du bist auf eine eifersüchtig. Ich eifersüchtig auf ein Kind? Oder soll ich lieber sagen, auf eine Prinzessin? Oh Mama, ich mag nicht, wenn du so sprichst. Weil ich recht habe. Nein, weil du dich aufführst wie ein kleines Kind. Also, entschuldige, aber das ist wirklich langsam lächerlich. Ah, deine Mutter ist lächerlich. Bravo, bravo. Nein, Mama, so habe ich das nicht gemeint. Mama. Bitte, hör doch auf zu streiten, Stefano, bitte. Mama? Hallo, Stevie. Wie war dein Abend? Seit wann schaust du dir Musikvideos an? Was? Ach so, hast recht. Kommt sowieso nur mal. Wie schaut's aus? Hast du geweint? Ich geweint? Nein, wieso? Na, du siehst so aus. Echt? Jetzt setz dich doch erstmal wieder hin, Mama. Geht gleich wieder. Mütter müssen auch manchmal weinen. Sag mir, was los ist. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Mir kannst du es doch sagen. Ach, Frank. Der ist wieder mit seiner Ex, dieser Annalena, zusammen. Oh, Scheiße. Ja, hätte ich auch nicht besser sagen können. Hey, du hast ja uns. Und wir machen uns jetzt erstmal eine schöne Zeit in München, okay? Tja. Meine Mutter war ein wundervoller Mensch. Es hat geläutet. Hallo, Lilly.
stören wir? Das ist eine Überraschung. Nein, ihr stört nicht. Guck mal, Onkel Thorsten, wann er gekommen ist. Herzliches Beileid, Thorsten. Ja, ja, danke. Hey. Ich weiß, was sie dir bedeutet hat. Wollt ihr vielleicht was trinken? Oh, nee, danke. Ich schreibe gerade an der Grabrede. Oh, ist bestimmt nicht leicht, da die richtigen Worte zu finden. Ja. Seid ihr extra aus Frankreich gekommen zur Beerdigung? Das ist ja lieb. Ich habe deine Oma wirklich sehr gemocht. War eine tolle Frau. Weißt du noch, wie sie uns die Weltreise schenken wollte? Ja, sicher. Sind deine Vögel weggeflogen? Siehst du sie vielleicht hier irgendwo? Wir haben schon den ganzen Marienhof abgesucht. Mama, warum sind die weggeflogen? Ich weiß es nicht, mein Schatz. Aber ich glaube, Thorsten braucht jetzt ein bisschen Zeit für sich. Ja, dann nur noch eine Frage. Die Beerdigung, wann ist die? 13 Uhr. Dann hast du ja noch genügend Zeit, um Lisa zu besuchen. Freut mich, dass es passt. Wir gehen dann mal. Ja. Also, wir müssen ja noch auspacken, was essen und so. Ja, also, danke, dass ihr gekommen seid. Bis morgen. Ja, bis morgen. Brauchst du noch irgendwas? Danke. Nur meine Ruhe. Tomaten, Mozzarella oder Pasta mit Schinken oder mit Rucola. Schmeckt auch sehr lecker. Da hinten ist noch ein Rest Panna Cotta. Nein, danke, ich will wirklich nicht. Ach, weißt du was? Ich mach dir einen Tee. Ich möchte wirklich nicht, dass sie sauer auf mich ist. Ach, Anne, mach dir keine Sorgen. Es hat wirklich nur mit mir was zu tun. Und mit ihrem Temperament natürlich. Sie ist Italienerin, was erwartest du? Ja, aber wegen dem Zimmer, ich will eigentlich Ach, gar nicht. Ach, das Thema hatten wir schon. Du bekommst das größere Zimmer e basta. Weißt du, Nonna muss langsam lernen, dass sie nicht immer die erste Geige spielt. Aber sie ist deine Mutter und sie ist älter als ich. Sie, und vor allem ist sie das halbe Jahr in Italien. In der Zeit hat man mal Ruhe vor ihr. Mama mia. Also, welche möchtest du? Pfefferminz. Aber ich weiß einfach nicht, was ich anziehen soll. Das ist doch jetzt völlig egal. Oma, die hatte so einen guten Blick, was Klamotten betrifft. Ach, ich lasse es einfach an. Hey, Kapur. Und Onkel Thorsten, man kommt einfach nicht an ihn ran. Jeder trauert anders. Ja, aber es ist doch einfacher, wenn man das zusammentut, oder? Das sollte man meinen, ja. Wenn man nicht drüber redet, dann kommt man nie drüber hinweg. Sie ist gerade erst gestorben. Lass ihm ein bisschen Zeit. Ich muss noch meine Schuhe putzen. Du hängst ganz schön an deinem Onkel, ne? Er macht ja auch fast alles für mich. Aber viele Freunde hat er wohl nicht. Ja, die verstehen halt nicht, wie er tickt. Das ist auch, weiß Gott, nicht immer einfach. Papa, Onkel Thorsten, der ist sehr sensibel. Das hat Oma auch gesagt. Ich geh schon los. Ich möchte noch mit dem Pfarrer sprechen. Wir sehen uns dann. Warte, Onkel Thorsten. Warte, Onkel Thorsten. Ich komm mit. Ich wollte doch mitkommen. Also, danke nochmal, dass Sie Stevie beurlaubt haben. Das war eine absolute Ausnahme und keine Belohnung für die Doping-Geschichte. Das will ich nochmal klarstellen. Selbstverständlich. Machen Sie es gut. Vielleicht solltest du Frank anrufen. Der erklärt dir bestimmt alles. Hm? Ich mach mich doch nicht zum Affen. Die Situation war eindeutig, es hat keinen Sinn. Lass uns fahren. Steve! Los, Oma, wir verpassen sonst noch den Flieger. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Danke. Also. Hören Sie, Herr Detmar. Herr Detmar? Ah, Herr Körpers. Zurück im Marienhof. Ja, hallo. Hallo. Eigentlich wollte ich ja Lisa, ich meine Frau Busch, besuchen. Mhm. Darf ich fragen, wo es hingeht? Nach München. Verstehe. Ich hasse Beerdigungen. Wenn ich an die von Feli denke. Ich muss auch daran denken. Es ist jetzt schon 7 Monate her. Es hilft nichts. Wir müssen hingehen. Fischen ist vielleicht kein enger Freund von uns, aber naja.
Mama, du bist noch nicht angezogen. Ich glaube, ich komme nicht mit. Wie? Fühlst du dich nicht wohl? Doch. Aber wenn Fesche uns zusammensieht, so wie gestern, Seite an Seite, Mutter und Sohn, das könnte ihm wahrscheinlich wehtun. Was glaubst du? Ja, kann sein. Wahrscheinlich hast du recht. Aber wenn es natürlich für dich wichtig wäre, würde ich selbstverständlich... Nein, Mama, bleib du hier. Hä? Fechner ist sensibler, als man denkt. Stefano, soll ich dir noch einen Espresso machen? No, grazie, Mama. Lieb von dir. Tania, bist du schon fertig? Dai. Ja, wir können, aber du bist noch nicht fertig. Ja, natürlich bin ich fertig. Der Rest mache ich im Auto. Stefano. Si. Nichts. Geht nur. Ciao, Mama. Komm, los jetzt. Ciao. Und dann? Ja, komm. Meine Jacke. Meine Mutter war ein wundervoller Mensch. Ich habe sie immer bewundert. Für ihre Kunst, Freundschaft zu pflegen. Bei ihr war die Welt in Ordnung. Sie konnte so wundervoll zuhören. Bei ihr hat sich jeder richtig gefühlt. Sie war wie der erste warme Sonnenschein nach einem langen Winter. Meine Mutter war auch eine tolle Oma. Eine hervorragende Köchin. Ihr Erbseneintopf war legendär. Ja, das war er. Wir nehmen Abschied von unserer Schwester Renate Fechner. Wir tun es im Glauben an die Auferstehung und bitten, Christus nehme sie auf. Er hat sie erlöst. Er stehe für sie ein. Christus möchte uns. Hallo. Hallo. Giorno. Ich habe total Hunger. Ich mache jetzt was zu essen. Magst du auch? No. Ich esse diese Pralinen hier. Ha, ganz schön mutig. Die hat Stefano gestern Tanja mitgebracht. Hm? Was hat er mir mitgebracht? Nix. Und wer denkt an mich? Niemand. Doch, ich. Also, was hältst du von Schinkennudeln? Schinkennudeln? Naja, meinetwegen. Ich habe mir immer eine Oma gewünscht. Doch. Aber ich konnte ja keine haben. Hm. Öl oder Butter? Zuerst musst du die Nudeln aufsetzen. Hat man euch denn gar nichts beigebracht in diesem Heim? No. Okay, zuerst die Nudeln. Ja, so eine Oma wäre echt klasse gewesen. So eine, die einen so einen richtig tollen Nachtisch zaubern kann. Was liest du da eigentlich? Ein Kreuzworträtsel. Gemeinschaft mit 7 Buchstaben. Familie. Stimmt. Du, Francesca. Ich möchte nicht, dass du mit Stefano wegen mir streitest. Ich möchte auch gar nicht das große Zimmer. Ich bin doch total glücklich, dass ich überhaupt ein eigenes Zimmer habe. Ehrlich, ich möchte doch nur, dass wir uns hier alle gut verstehen. Vergiss nicht, das Salz ins Wasser zu tun. Hm? Herr Fechner, ich weiß, wie das ist, wenn man jemanden verliert, der einem sehr wichtig ist. Tut mir leid. Thorsten, wir gehen schon mal vor. Eine schöne Rede, die Onkel Thorsten gehalten hat, oder? Ja. Ich wusste gar nicht, dass Inge und Herr Detmar ein Paar sind. Sind sie das? Und Tanja hat so geweint. Ja, wegen Fili. Ja, da kommt alles wieder hoch. Warte mal, was ist denn mit Onkel Thorsten? Lilly, lass ihn. Er will noch ein bisschen alleine sein. Hm? An deiner Stelle würde ich Lisa einfach anrufen. Ich mach mich doch nicht zum Affen.
Soll doch die Frau Doktor mit ihrem Herrn Doktor ruhig einen Familienausflug machen. Das ist mir doch egal. Herr Doktor, Frau Doktor, Frank, bitte, was soll denn der Quatsch? Ja. Ach, da ist ja Timmy. Mensch, du bist ja groß geworden. Tja, kann ich mir schon vorstellen, dass der Timmy jetzt glücklich ist, was? Also. Inge? Ich würde dich gern wegen Lisa mal. Frank, bitte, lass mich da raus, ja? Also, macht's gut. Tschüss. Hast du das gehört? Inge weicht mir aus, weil sie mir nicht die Wahrheit über Lisa und Robert sagen will. Vielleicht wollte sie nur schnell zu Herrn Detmer. Guck dir die beiden doch mal an. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Timmy. Hallo, Andrea. Ist das dein neuer Freund? Ja. Hallo. Hallo. Ich glaube, Thorsten braucht noch eine Weile. Also, aber ich glaube, wir können anfangen. Okay, Daniel, wir können die Bestellungen aufnehmen. Wahrscheinlich ist er noch im M&B vorbeigegangen, um nach den Geschäften zu sehen. Im M&B, das sieht ihm ähnlich. Das war ein Witz. Vermutlich erhöht er gerade die Preise. Das ist nun mal seine Art, damit umzugehen. Ja, genau. Es gibt auch keine Situation, die er nicht versucht, in Geld umzumünzen. Stimmt's? Ja, das ist schon ein Spitzohr, unser Thorsten. Naja, wenn du bei ihm nicht aufpasst, stehst du am Ende nur in Unterhosen. Sonst doch irgendwas? Ihr seid ja so lustig. Onkel Thorsten. Ihm geht es schlecht. Und ihr macht hier Witze. Entschuldige, das war nicht so gemeint, Lilly. Thorsten ist ein wunderbarer Mensch, aber er hat eben seine ganz speziellen Seiten. Ja, ich weiß. Er ist vielleicht manchmal ein bisschen stachelig. Aber er ist ein sensibler und lieber Mensch. Lilly, das ist doch gut. Nein, das ist überhaupt nichts gut. Onkel Thorsten ist alleine und ihr lasst ihn im Stich. Hallo, Lilly. Ich wollte mein Beileid aussprechen. Weißt du was? Das kannst du dir sonst wohin stecken. Du hattest ja nicht mal Zeit, zur Beerdigung zu kommen. Ich hätte dir noch so vieles zu sagen. Ich hoffe, du warst wenigstens ein bisschen stolz auf mich. Wenigstens ein bisschen. Ach, Mama. Du bist ja immer noch hier. Jetzt habe ich nur noch dich. Lydia hat wirklich recht. Es war unfair, so über Fechner herzuziehen. Ja, sicher, aber... Donno Stefano, Tanja hat wirklich recht. Wir sprechen nämlich hier über Taktgefühl, von dem du offensichtlich keines hast. Ja, Mama, darf ich dir noch etwas nachschenken? Oh, ich gehe schon. Maldini? Also ich nehme heute eine doppelte Portion Tiramisu zum Nachtisch. Na, du isst einen Apfel, das ist gesünder. Ja. Ist das jetzt eine rein pädagogische Maßnahme oder ist vielleicht gar kein Tiramisu mehr da? Ja, ich weiß es nicht. Hört ihr das an? Es gibt nämlich noch Leute, die mein Tiramisu zu schätzen wissen. Caro Stefano. Ja, liebe Mama. Aber halte dich später da raus. Ach, Francesca bleibt übrigens doch in ihrem Zimmer. Was? Das ist was ganz Neues. Ja, wir haben da heute drüber gesprochen und das ist uns beiden lieber so. Stefano, du, das war Inge, sie und Die Damen haben heute beschlossen, dass Nonna in ihrem Zimmer bleibt. Hm? Naja, wenn das die Damen beschlossen haben. So, jetzt gibt's Tiramisu. Stefano, du musst auf deine Linie achten.
halte dich lieber an diesen Apfel da. Also, ich nehme heute eine doppelte Portion, wie gesagt. Naturalmente. Mama, du untergräbst meine Erziehung. Das darf ich als Nonna, hm? Anne. Das sehe ich genauso. Diese Familie. Im Zug kannst du schön schlafen. Und wenn du aufwachst, dann sind wir schon fast da. Andrea geht nach Thailand. Das ist ganz schön weit weg, oder? Ich fürchte schon. Ja. Du, wir müssen es Zeit. Ja, ja, komm. Zu spät. So. Haben wir jetzt alles? Ja. Ich hätte so gern noch mal mit Thorsten geredet. Es liegt mir im Magen wie ein Klops. Du bist in 3 Tagen wieder da und dann kannst du dich um ihn kümmern. Hm? Ich hätte mich so auf den Marienhof gefreut. Du hattest dich auf Lisa gefreut. Och, mein Bärchen, komm mal hier. Och, Mensch. Guck dir das mal an. Töppers und Annalena. Naja, sie war seine große Liebe. Haben zusammen ein Kind. Gemeinsame Zeit in Frankreich. Eigentlich war es abzusehen. Komm, ja, dann hast du wohl recht. Arme Lisa. Wir fahren jetzt zusammen zurück nach Frankreich. Du packst deine Sachen, machst deinen Auftrag zu Ende. Und wenn du wieder in den Marienhof kommst, gibst du dir und Lisa noch eine Chance. Hm. Hallo. Wir beide waren auch zusammen im Urlaub, obwohl wir getrennt sind. Und? Ist irgendwas passiert? Nee. Getrennte Betten und gut ist. Ach, Lenchen, wenn ich dich nicht hätte. Wow. Hey, das ist ja richtig schön hier. Was sagt ihr? Wow. Hier kann man es aushalten. Och, guckt mal. Frisches Obst, ein Fläschchen Wein. Herzlich willkommen. Hey, schaut mal. Schokolade auf dem Kopfkissen. Geil. Betthupferl heißt das in Bayern. Ja, servus und grüß Gott alle miteinander. Na, das wird fein. Eine zünftige Geschichte. Das sag ich euch. Ja, ist ja gut. Mahlzeit. Das war ein schrecklich bayerisches. Also, wer will hier schlafen? Na, das kann ich erst entscheiden, wenn ich das andere Zimmer gesehen habe. Das war ja klar. Jetzt seid doch nicht so umständlich. Ihr beide nehmt einfach dieses Zimmer hier und ich gehe nach hinten. Das hat gut getan. Bisschen spazieren gehen. Ich mach uns jetzt erstmal einen Tee. Naja, nachdem du nicht zu uns in den wilden Mann gekommen bist, haben wir gedacht, wir kommen zu Ihnen. Ja, um Ihnen zu sagen, dass Sie zwar manchmal, naja, ja, ein bisschen, wie soll man sagen, eigenartig sind, aber... Sie sind einer von uns. Kurzum, Nachbarschaft bedeutet, für jemanden da zu sein, und zwar dann, wenn er Hilfe braucht. Tja, da wären wir also, falls Sie uns brauchen. Danke. Da wäre noch was dich interessieren würde. Die saßen vorher auf der Fensterbank. Das gibt's doch gar nicht. Sie sind zurückgekommen, ganz von alleine. Hi, Mädels. Andis Kumpel. Och, das wäre auch nicht nötig gewesen. Oh, Nena. Ohne Wipp, ohne mich. Man sieht sich. Nur mit Miracle Whip wird's einmalig locker würzig. Miracle Whip. Ist würziger. Dich auch nicht. Außerdem kannst du ja so ätzend sein, dass er selber keine Lust mehr drauf hat.